Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären und zeigen, was ihr machen könnt, wenn euer Laserdrucker anzeigt, dass der Toner leer ist. Sollte euer Laserdrucker mal anzeigen, dass der Toner leer ist, müsst ihr nicht gleich zu einer neuen Kartusche greifen, denn diese sind meist sehr teuer. Und der Drucker zeigt viel zu frühzeitig an, dass die Patronen leer sind. Meist sind in diesem Fall noch 10-20% im Toner enthalten. Holt daher die Kartusche einfach aus dem Toner heraus, schüttelt diese einmal nach links, einmal nach rechts und dreht diese nochmal ein bisschen und steckt die Kartusche wieder rein. Ihr werdet sehen, nun werdet ihr noch eine ganze Weile damit drucken können. Bestimmt bis an die 100 Seiten. Wenn der Druck wieder schlechter werden sollte oder der Toner wieder anzeigt, dass die Tonerkartusche gewechselt werden muss, holt die Kartusche einfach nochmal raus und schüttelt diese wieder. Dies könnt ihr wirklich so lange machen, bis der Druck wirklich richtig schlecht ist. Somit könnt ihr jede Menge Geld sparen. Schreibt mir doch in den Kommentaren mal, ob ihr noch weitere Tipps habt, wie man die Druckerpatronen länger nutzen kann. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!